Ja, ihr Lieben, ich sitze hier bei mir im Flur und das hat auch einen bestimmten Grund, warum ich dieses Setting ausgewählt habe. Ich möchte euch nämlich eindringlich appellieren, dass ihr euch weiter an die Auflagen haltet, die verordnet wurden von der Bundesregierung in den einzelnen Bundesländern, auch hier bei uns in NRW. Wir sollen eben seit einer Woche unsere sozialen Kontakte so weit wie möglich runterfahren, nicht unnötig einkaufen gehen. Viele Geschäfte haben ja ohnehin schon zu, wenn ich an Möbelhäuser denke zum Beispiel. Mein IKEA-Besuch ist diese Woche auch flach gefallen, aber das ist schlicht und ergreifend notwendig. Genauso wie es notwendig ist, dass wenn wir nach draußen gehen, ich werde nachher selber auch wieder spazieren gehen, wie ich es jeden Tag inzwischen mache, dass wir das dann eben maximal zu zweit machen, nicht in größeren Gruppen. Jetzt habe ich auf Facebook, Instagram und Co. gelesen, dass viele von euch schon drüber nachdenken, ob man denn langsam mal diese Maßnahmen ein bisschen zurückfahren kann. Und da ist die klare Botschaft, nein, können wir nicht. Das wird auch wirklich noch ein paar Tage dauern. Zum einen, weil es eben dauert, bis die einzelnen Menschen, die infiziert sind, überhaupt Symptome zeigen. 5 Tage ungefähr. Dann merkt man so das erste Kratzen im Hals oder den ersten Hustenreiz. Das ist schon mal eine Zeit. Dann müssen diese Menschen getestet werden. Das dauert auch wieder ein bisschen und schließlich sollen sie ja auch gesund werden. Diese Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, die haben ja einen bestimmten Sinn. Nämlich, dass die Kurve der Neuinfektion nicht nach oben geht, sondern abflacht. Und das kann eben nur erreicht werden, wenn wir eine bestimmte Zeit haben, in der wir jetzt uns einfach mal ein bisschen beschränken. Mir selber fällt das auch verdammt schwer. Ich würde auch gerne irgendwie jetzt mal ins Kino gehen wieder nach ein paar Wochen. Aber es ist halt einfach noch nicht so weit. Dafür bitte ich euch um Verständnis, damit wir alle gut durch diese Zeit durchkommen. Und in den folgenden Videos werde ich euch auch noch ein bisschen was erzählen, was politisch momentan gebacken ist, um diese Krise zu meistern. Aber für heute erstmal der deutliche Appell, bitte bleibt zu Hause, bitte rottet euch nicht in Gruppen in der Öffentlichkeit zusammen und vor allen Dingen habt einfach noch ein bisschen Geduld, damit wir alle gesund bleiben. Vielen Dank.